Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe mal nachgeschaut. Also es gibt halt eigentlich keinen richtig anderen geilen Chemistry Style für Pulisic. Wenn nur sein Distanzschuss nicht so schlecht wäre. Da kommt halt mit Maestro, was Distanzschuss um 10 boostet, nur auf 73. Abschluss 87, Position spielt glaube ich auch 87, was okay ist, aber auch nicht überragend. Er fühlt sich halt so sexy an, Mann. Aber nur der Abschluss ist halt nicht so geil. Es waren halt erst zwei Spieler. Ich muss gucken. Ich muss gucken, ich muss gucken. Ja. Schauen wir mal. Ich hoffe es. Dass er noch funktioniert. Ansonsten kann man nur hoffen, dass er mal eine zweite Info bekommt und dass er am besten diese zweite Info bekommt, weil er halt krasse Distanztore in dem Spiel gemacht hat, weil dann wären halt immer die Werte, die ausschlaggebend für das waren. Warum er die Info bekommt, die werden halt immer massiv geboostet im Vergleich zu den anderen. Ah, das sind die Teams, auf die ich nicht gewartet habe, aber die ich erwartet habe. Auch er hat Van Aanholt in der als Linksverteidiger. Ja, das ist jetzt ein krasseres Team, aber auch gegen solche haben wir schon gewonnen. Ruhig bleiben, wenn ich verliere, ist egal, stolz sein, aber ich bin ein Deutscher. Aber wenn ich verliere, passiert. Wenn ich ein Tor fress, passiert. Ruhig bleiben, das Ding zu Ende spielen. Wir haben noch viele Spiele vor uns. Und hoffen, dass Pulisic jetzt, was den Abschluss angeht, mal ein bisschen aufdreht. Ich meine, eine gute Schusskraft hat er halt. Eine 89 Schusskraft ist ziemlich krass. Das heißt, wenn er Platz hat, wenn er Zeit hat zu zielen, dann sollte er ja trotzdem einen fetten Schuss abfeuern können, aber. Schade. Oh, da ist wieder fast. Dran und das war, glaube ich, geblockt, oder? Ja. Was machen die denn jetzt alle ihre kurzen Ecken? Ganz komisches Dribbling, wo er so dann komplett ab. Nein! Ach du Scheiße, ich habe mich komplett verguckt. Ich dachte, ich bekomme den Ball nicht. Zum Glück. Kane, Kopfballsteiger, aber komplett im Rücken gespielt. So, jetzt ruhig bleiben. Es ist nichts passiert. Und ich flanke ihn mal auf den Bele. Ich versuch's beim letzten Mal als Pisscheck hingegangen. Das hat auch wieder geklappt. Vielleicht ist das meine neue Flankenvariation. Meine neue Abschlussvariation, besser gesagt. Schöner Ball auf Dembele. So, jetzt kann ich logischerweise überhaupt nicht reinflanken. Also das brauche ich hier nicht anfangen. Das ist meiner Meinung nach ein Foul. Schön gemacht von Hummels. Nicht so schön gemacht, das war ein schwieriger Pass. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Der erste Schuss wird geblockt, dann bekommt er halt diesen zweiten Scheiß-Nachschuss. Also kann ihr nochmal ablegen in Ruhe und dann ist das Ding halt durch. So, jetzt aber ruhig bleiben. Wir haben noch genügend Zeit. Das Spiel zu drehen. Wir haben noch genügend Zeit, das Spiel zu drehen. Das war gerade Flair vom Gegner. Den macht er nicht. Das macht der Gegner, der Spieler von alleine. Hat er also einfach Glück gehabt. Wobei das in FIFA 13, glaube ich, auch häufiger passiert ist mit Flair. So, wäre gut, wenn wir es wenigstens mal an, in oder um den Strafraum kommen. Einfach ruhig bleiben. Natürlich nicht zum Schuss.
Und der wird wahrscheinlich ist wieder ein Abschluss, weil wir wieder auch behindert wurden beim Schuss und er dann so schießt. War nicht abgefälscht, toll. Macht er leider gut. Spielt bisher auch nicht schlecht. Ich überlege, ob ich die Formation wechsle. Alter! Sind denn alle bei dem so ultra schnell? So, letzter Angriff in der Formation. Ach, was? Soll eins weitergehen? Letzter Angriff in der Formation, ansonsten. Okay, den Angriff kann ich nicht werten, weil er so blöd ist und seinen eigenen Mann anschießt. Letzte Formation, letzter Angriff in der Formation. Ich kann keinen Ball halten. So, letzter Angriff in der Formation. Hat Walker, das bringt gar nichts. Ja, und dann muss natürlich Vidal ihn ins Aus spielen. Oh. Es sind aber auch so Nicklichkeiten, wo ich sage, das hat ja mit der Formation nichts zu tun, oder? Das meine ich halt, wie hier Pulisic den Ball halt auch wiederbekommt, etc. Das ist halt richtig geil. Aber dann kommen wir halt leider wieder nicht zum Abschluss. Ist natürlich, oh, ich wollte gerade sagen, ist natürlich kein Foul. Oh, Hummels steht ganz vorn dran, glaube ich. Was soll das denn? Da war gar niemand mehr von uns. Da ist auch gar niemand von uns. Sehr gut. Wir waren mit dem Fuß dran übrigens am Ball. Schön gemacht von Sokrates. Ja, es bringt nichts. Ich wechsle jetzt die Formation. Was haben wir denn? Ich sage in die Statistik. Nullmal geschossen, sehr geil. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Probieren mal einen Doppelsturm. Fuck, wie hält er denn den bitte? Den muss Reus natürlich eigentlich reinmachen. War auch, denke ich, die richtige Entscheidung, da flach ins lange Eck zu schießen. Scheiße! Lass mich nicht aufregen. Bleib ruhig, du hattest eine gute Chance mit Reus. Beim nächsten Mal ist das Ding drin. Komm. Einfach gut weiterspielen. Nicht aufregen. Wenn du das Spiel verlierst, scheiß drauf. Es wird nicht das letzte Spiel sein, was du hier in der Weekend League verlierst. Und das ist auch leider nicht das erste. Mali, halt doch mal einen Ball. Das kann doch nicht sein. Da protected keinen einzigen Ball, ey. So nervig. Einfach keinen Ball mehr gehalten mit Mali. Nicht, dass es dann wieder losgeht, von wegen Mali macht auch nichts mehr, wir müssen wieder wechseln.
Scheiße. Oh, ich wollte gerade nach unten passen. Fuck! Schöne Ballannahme von Hector, macht er gut. Hat er wieder Glück, dass Vidal den Ausfallschritt macht, den ich nicht steuere. Wodurch er sich selber aus dem Spiel nimmt. Echte Ballannahme von Reus. Ist aufhören, mich darüber aufzuregen oder darüber zu erzählen. Einfach. Oh, halt! Das ist eigentlich rot. Ah, gibt, denke ich, gelb. Ja, ist rot. Ich werde Hummels nach außen ziehen, haben wir halt keinen Linksverteidiger mehr. Ich glaube, das ist am besten. Weil von brauche ich ja trotzdem noch meine Action. Und dann wechseln wir mal. Danke, das ist meiner nochmal. Ach nee, er war nicht dran. Das ist faul. Oh, das klappt aber auch gerade nicht gegen die Spieler. Komm, wir brauchen nur ein Tor. Komm, wir brauchen nur ein Tor. Wir brauchen nur ein verfluchtes Tor, ey. Mach einfach. Komm schon, wir brauchen nur ein Tor. Oder halt auch nicht. Fick dich, ey. Tack! Hätte man nicht verlieren müssen, das Spiel. Wenn Reus einfach mal das scheiß Ding reinmacht, quasi alleine vom Tor, passiert hier nämlich erstmal das 1-1.
Natürlich brauche ich wieder zu lang zum Schießen, was sonst? Und natürlich klappt das nicht, was sonst? Wollte nicht auf den passen. Klappt gerade gar nichts. Natürlich schießt dann auf das dritte, was sonst, ey. Oh. Unterm Strich dann natürlich eine verdiente Niederlage, aber ich denke, wenn Reus das 1-1 macht, sieht es halt ganz anders aus. Egal, nicht von der Niederlage aufregen lassen. Ich finde es halt schade, dass das Spiel so gelaufen ist. Wie ist denn das 1-0 gefallen eigentlich? War es 1-0 verdient vom Gegner? Aber ich glaube nicht, oder? Scheiß Spiel. Aber egal, auf zum nächsten. Was mich in dem Spiel auf jeden Fall jetzt genervt hat, war, dass Mali einfach keinen Ball halten konnte. Gar keinen, nicht mal ansatzweise. Immer ist der Gegner einfach da gewesen, hat irgendwas rausgespitzelt. Richtig nervig. Das ging sonst irgendwie besser. Ist auch nicht. So, Konzentration. Die Englischen, die gewinnen wieder für uns. Eine Niederlage, die nicht hätte sein müssen. War unterm Strich natürlich eine verdiente Niederlage, aber hätte nicht sein müssen. Hätte einfach nicht sein müssen. Reus muss das Ding machen zum 1-1 und ich denke, das 1-0 vom Gegner war auch lucky. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube. Egal. Wieder nicht ganz so starkes Team beim Gegner. Das ist irgendwie verdammt oft jetzt schon gewesen in der Weekend League. Das ist sehr auffällig. Geht ziemlich aggro, also merkwürdig aggro drauf, der Gegner. Wodurch ich es jetzt doch etwas einfacher geschafft habe, hier durchzugehen. Dann zwar leider geblockt der Schuss, aber. Na, wie oft müssen wir denn jetzt noch an den Ball kommen, bevor er bei uns liegen bleibt? Okay, wenn er jetzt ein Tor fressen, ist es meine Schuld? Ist meine Schuld. Hab beschissen rausgespielt, war meine Schuld. Aber der Gegner spielt nicht gut. Wenn er so weiterspielt, haben wir hier mehr als die Chance, das Spiel zu drehen. Aber wie gesagt, das Tor ist komplett meine Schuld. Schlecht rausgespielt, ganz einfach. Geschenktes Gegentor.
krasses Ding von Gueye. Ich habe, als ich geschossen habe, habe ich gedacht, scheiße, Mann, hättest du den Ball nur noch mal rübergelegt, weil ja, Eriksen war halt komplett frei. Hier, Eriksen ist halt komplett frei, ne? Eigentlich musst du den rüberlegen, aber wenn er den halt schon so reinmacht, war natürlich trotzdem gut rausgespielt, auf jeden Fall. Und da haben wir unseren dummen Fehler ausgeglichen. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht, nicht wieder so einen dummen Fehler macht. Aber krasser Abschluss von Gueye. Das ist schon das zweite Tor, was wirklich sehr stark von ihm war. Ball soll eigentlich auf Mané gehen. Oh, und er bleibt wieder im Ballbesitz. Coleman! Schade. Hier haben wir das Problem nicht mit den Abstößen auf den Stürmer, da ist der Kopfball stark. Auch wenn er ja leider auch nicht jedes Mal gewinnt. Wie man gerade sieht. Den nimmt er gut mit, Smalling macht gar nichts, dafür konnte ich diesmal nichts, ich habe gedrückt. Alles gut. Ich muss weniger grätschen, was ist denn los mit mir? Also jede Grätsche, die man macht und die nicht funktioniert, ist schlecht. Punkt. Nein! Nein! Den schweren Schuss macht Gané rein, also Gueye, und den leichten setzt er wieder an Pfosten und daneben. Oh Scheiße, wie wir 2-1 führen müssten. Das war natürlich ultra Pech. Ich meine, Glück, dass der Ball überhaupt noch mal so zu Gueye kommt, aber mega Pech, dass er ihn dann nicht so rein... Ach Gott. Na, ist egal, nicht aufregen über das Vergangene. Wir spielen uns die nächste Torschance raus und fertig aus. Ich habe doch gesagt, wir spielen uns die nächste Torschance raus und fertig aus. Benteke, Vorlage, Eriksen. Der war gar nicht so einfach, der Schuss. Das sah vielleicht leicht aus, aber es ist halt ein Dropkick, den man hier nimmt. Also fast Volley. Und den dann so platziert reinzusetzen, das muss man schon können. Also den kann man halt auch locker daneben setzen oder in den Torhüter rein. Deswegen guter Abschluss. Und wir drehen. Aber ich habe ja gesagt, der Gegner ist auch nicht so stark. Deswegen habe ich schon gehofft und gedacht, dass wir hier das Spiel drehen können. Und vielleicht schießen wir ja... Noch ein Tor, bitte kein Gegentor. Das war eine Flanke, Freunde. Das war eine Flanke. Sehr geil. Es war wieder mal eine dieser berühmten und verrückten Flanken, die halt einfach komplett flach gespielt werden, wo ich nicht weiß, wieso. Oh, schön verdribbelt. Ich wollte ihn schön aus der Distanz aufziehen, aber das war wieder dumm. Ich hätte versuchen sollen, weiter durchzukombinieren. Vielleicht hier auch.
Bekommen Benteke nicht. Oh Mann, ey. Schon Ewigkeiten, ja, weil wir mit Benteke mal das letzte Kopfballtor gemacht haben. Aber ich will De Bruyne nicht reinnehmen, weil Eriksen ist so auf dem Feld halt mega krass. Bisher. Und ich glaube, er bleibt auch so. Ich meine, es war schon wieder ein sehr, sehr schweres Tor. Er hat, glaube ich, die Vorlage zum 1-1 gemacht. Also er macht schon wieder zwei Scorerpunkte. Eriksen scheint einfach ein totales Biest zu sein. Deswegen, vielleicht muss ich mich mehr konzentrieren. Vielleicht nehme ich es gerade so sehr auf die leichte Schulter und mache die Ecken zu flapsig und habe mich dann einfach bei De Bruyne und Benteke noch ein bisschen mehr fokussiert bei den Flanken. Das probiere ich mal. Oh, das sollte natürlich direkt passen, aber hat noch gerade so geklappt. Schön gemacht von Eriksen. Oh, das war natürlich schlecht. Aber dann kämpft Arnautovic gut. Und da habe ich mal noch das Auge gehabt für Eriksen. Ausnahmsweise mal nicht mit Benteke überhastet abgeschlossen, sondern das Auge für Eriksen. Pass auf ihn und dann flach ins lange Eck. Und er macht schon wieder drei Scorerpunkte. Zwei Tore, eine Vorlage. Krass, vielleicht bricht der Gegner jetzt auch ab. Ne, wobei, ne, sorry, steht da 3-1. Ich dachte, die 3-0, aber hier 3-1. Das ist ja zwei Tore Vorsprung. So leicht wird er nicht abbrechen. Oder so schnell, besser gesagt. Oh, da lässt sich keiner gut einspielen, aber okay, Coleman rennt auch gerade ziemlich alleine durch. Da braucht sich keiner gut einspielen lassen. Schöner Schuss von Can. So, jetzt konzentrieren wir uns nochmal richtig. So, hier hin, drei Striche ungefähr und damit Benteke. Ja, wir haben drei Striche, da kam gut und Benteke kriegt ihn auch aufs Tor. Leider halt auf Buffon, aber es hat erstmal vom Prinzip her ganz gut geklappt. Krasser Außenmaukenpass und Mané bleibt auch dran. Schade. Doppelt schade. Ah, Gegner schwimmend. Vielleicht, wenn wir jetzt noch ein Tor schießen würden, würde das vielleicht reichen. Ja, ich weiß nicht, warum Arnautovic wieder so komisch über den Ball steigt, bevor er ihn annimmt. Deswegen kommt halt der Pass komplett scheiße. Oh, ich glaube, ich kann nach dem Spiel nicht noch eine Aufnahme machen. Also, es ist jetzt immer noch Freitag und ich glaube, ich muss nach dem Spiel aufhören, weil ich merke erstens, dass meine Konzentration nachlässt, meine Augen müde werden und ich langsam halt einfach bin. Das würde ich dann wieder bereuen, dass ich noch. Also, ich habe Bock halt wieder mal noch eine Aufnahme zu machen, aber das würde ich wahrscheinlich wieder bereuen. Deswegen. Schöner Schuss von Benteke. Also, das kann er halt so. So halb aus dem Stand, dann das Ding irgendwie reinhauen, das macht er gerne. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen bei ihm. Und einfach so, egal ob Strafe oder Flach, Flach hat er das glaube ich auch schon gemacht, aber er macht dann auch gerne Strafe einfach ins Ecklein. Und hier so halb, ist nicht ganz aus dem Stand, logischerweise, aber so halb aus dem Stand. Bam, und dann einfach rein. So, es macht auch Benteke zwei Scorerpunkte im Spiel, glaube ich. Und das ohne einen Kopfball nach einer Ecke, aber das ist ja egal. Oh, wer jetzt hier die Vorlage gegeben hat, weiß ich gar nicht. Ich glaube Arnautovic. Aber Gegner bricht nicht ab. Ja, dafür, dass wir 1-0 hinten lagen, ist es doch jetzt noch ziemlich eindeutig geworden. Aber ich habe ja gesagt, ich hatte ein gutes Gefühl und kam mal wirklich nur durch einen eigenen dummen Fehler zustande. Dieses 1-0 hat sich ja nicht rausgespielt in dem Sinne. Wusste ich. Dass die meisten aber auch auf diesen Trick reinfallen, wenn man einfach so ein bisschen Position verlagert. Komplett alleine und dann macht ihn da Eriksen sogar noch mit dem Kopf.
Ach du Scheiße. Und wie oft habe ich das schon in FIFA 17 gehabt, dass ich komplett alleine geköpft habe und quasi in Kopfballsteiger Modest, Info Modest, das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, die normale Info, als ich ihn mal getestet habe, er kommt komplett frei zum Köpfen und er bricht nicht das Genick oder sowas. Also er schafft es halt nicht, den Ball irgendwie aufs Tor zu bekommen, obwohl er halt Kopfballsteiger ist. Und Erik ist, glaube ich, jetzt nicht so Kopfballsteig. Auch die dritte Info mir nicht. Eriksen dreht halt komplett frei, ne? Also das ist schon krass, wie der momentan abgeht. Ich meine, erst 3 Scorer-Punkte, jetzt 4. Mit 3 Toren, wenn ich mich recht entsinne. Und das Spiel ist noch nicht vorbei, also vielleicht macht er noch mehr. So, er kommt nicht hinterher, das ist doch schon mal gut. Nicht so gut. Ja, ich merke es gerade, ich werde total langsam im Kopf. Ich brauche immer so einen Bruchteil einer Sekunde länger, bevor ich halt realisiere, dass der Ball jetzt woanders ist und ich halt woanders hinrennen muss. Das ist sehr auffällig gerade. Aber gut, ich merke es und mache diesmal nicht den Fehler, dass ich jetzt noch eine Aufnahme mache, weil das kostet mich dann wahrscheinlich nur Siege, vor allem wenn der Gegner wieder besser ist. Oh oh. Ja, interessant geklärt von mir und mit Van Aanholt. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass er noch rankommt. Aber Van Aanholt mit seiner Pace. Mit Shadow hat er übrigens 99 auf Sprint und auf Antritt. Von daher ist er halt schon eine absolute Rakete, logischerweise. Eine Second Info wäre halt interessant mit noch besseren Defense-Werten. Wäre natürlich blöd, wenn die jetzt in nächste Woche kommt, nachdem ich mir die normale Info gekauft habe, weil dann mache ich auf jeden Fall Verlust. Oder was auch geil wäre, wäre halt Inform Azpilicueta oder noch eine Inform von Leighton Baines. Wobei Leighton Baines wahrscheinlich immer noch ziemlich langsam ist, aber der wird dann einfach so Zweikampf-Beastig sein, dass es egal ist. Für mich zumindestens. Kann auch so gut den Ball halten, Eriksen. Van Aanholt hat noch richtig Power. Was? Der war draußen? Oh mein Gott. Ich dachte, er wäre noch drin gewesen. Ah, ich wollte gerade sagen, schön mitgenommen. Ah, boah, wir haben immer den Ball. Ja, ist das wieder soll, der war nicht so geplant. Er spielt bis zum Ende durch, ne? Steht hier 4-1 und er spielt bis zum Ende durch. Also ganz normal, keine Wutgrätschen, wie ich die dann immer machen würde. Sondern ganz normales Durchspielen. Egal ob jetzt in der Verteidigung oder halt im Angriff, er zieht sein Ding halt durch. Souveräner Sieg, verdienter Sieg. Und wieder mal ein mega krasses Spiel von Eriksen. Also wenn der keine 10 hat, weiß ich auch nicht. Ja, ich wusste erst, dass er eine 10 hat. War so klar. 3 Tore, 1 Benteke, 1 Gue. Und Gue hätte natürlich noch eins machen können, logischerweise. Leere Tor nicht getroffen. Vorlagen. 2 Benteke, 1 Eriksen, 1 Van Aanholt macht seine erste Vorlage, krass. Und einmal Mané. Das heißt, Benteke macht auch 3 Scorerpunkte in dem Spiel. Und ja, Eriksen direkt mal 4. Sehr, sehr krass. Moment mal, Torvorlagen. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir 5 Tore geschossen? Wir haben doch nur... Aber wir haben ja 5 Tore geschossen. Ich dachte, wir haben nur 4 geschossen. Wir haben 5 geschossen. Krass, habe ich komplett verrafft. Aber egal, 4 Scorerpunkte Eriksen, 3 Benteke. Was will man mehr? Und der Gegner hat ja nicht aufgesteckt. Also es war nicht so, dass er uns die geschenkt hat, diese 5 Tore oder einen Teil davon, sondern er hat bis zum Ende durchgespielt. Die können also mit ihrer Leistung durchaus zufrieden sein. So, und ich muss jetzt leider Pause machen und meine erst die nächsten oder weitere Spiele am Samstag spielen. Ich meine, 6 Spiele jetzt am Freitag ist ja auch okay. Ich mache häufiger weniger am Freitag, von daher. Schauen wir mal.
34 Spiele, 27 Vorlage, 27 Scorerpunkte, 4 können wir mindestens abziehen, also in 30 Spielen 27 Tore. Eins müssen wir abziehen. Moment, das andere ist auch abgebrochen. Also es ist, glaube ich, es sind jetzt schon zwei Spiele abgebrochen. Eins in der 70. und bei dem anderen bin ich mir ganz sicher. Also man könnte jetzt eigentlich schon zwei abziehen, weil das eins ist ja ganz am Anfang abgebrochen und dann zwei halt mittendrin. Also könnte man sagen, vier Spiele, acht Scorerpunkte oder halt vier Spiele, oder halt fünf Spiele, acht Scorerpunkte, ist ja egal. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, mir schwant Übles. Ich glaube, Pulisic fühlt sich richtig geil an, aber seine Abschlusswerte sind zu schlecht. Das bringt mir nichts, wenn er halt einfach nie die Dinger macht. Ich glaube, ich werde dann wieder auf Müller switchen. Wenn ich auch eigentlich mal noch als ZOM testen wollte, war Salomon Kalou, fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Aber ich habe gerade überhaupt gar keine Kohle mehr, weil ich mir diesen Van Aanholt gekauft habe. Naja, mal schauen. Macht's gut, euer Paxis. Tschö, tschö.